Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen, liebe Gläubige. Sonntag von Sonntag von Quinquagesima. Sonntag, so dürfen wir sagen, des lebendigen Glaubens, der uns in Abraham vorgestellt wird, dem Patriarchen, den wir die ganze Woche hindurch dann betrachten und in dem Tagesevangelium mit dem lebendigen Glauben des Blinden, der aufgrund des Glaubens in Jesus Christus von seiner Blindheit geheilt wird. Das ist der heilige Papst Gregor der Große, der uns das heute Evangelium erläutert in den Nachtlesungen, sowie auch der heilige Ambrosius uns Abraham vorstellt als den Vater aller Glaubenden, aber aller lebendig Glaubenden. Nämlich jenes Glaubens, der dann ja letzten Endes in der Liebe seine Vollendung findet. Lesen wir ja heute ja im Korintherbrief des heiligen Apostel Paulus. Glaube, Hoffnung, Liebe. Größte unter ihnen ist die Liebe. Also doch nicht der Glaube, der so gepriesen wird in Abraham, oh doch. Denn der lebendige Glaube, der Glaube, der sich ja in die Handlungen umsetzt, das ist ja die Liebe. Denn gegen dem, was das Konzil, was Montini, war, Wojtyla, Ratzinger lehren und was Bergoglio tut, dieses vermeintliche in Liebe tun bei getrenntem und verschiedenen Glauben, ist Teufelswerk. Es gibt kein in Liebe sein bei verschiedenem Glauben. Das gibt es nicht. Es gibt aber einen, der versucht, von Gott abspendig zu machen, die verschiedenen Glauben unter ein Dach zu bringen. Das ist Satan. Und diesen vermeintlichen Gott der verschiedenen Konfessionen, aber das ist Satan, hat Franciscus Bergoglio, nicht wahr, vor 14 Tagen, angerufen in der Halle Paul des VI. Und wollte sozusagen im Namen Gottes, des Vaters aller Religionen, und das ist nicht Gott, sondern das ist der Teufel, die Rotkreuzler segnen. Ganz gewiss ist da die wahre Religion nicht dabei. Denn die wahre und einzige Religion, jene, die der einzig wahre und lebendige Gott geoffenbart hat, ist nicht nur eine und einzige, sondern sie ist ausschließlich, sie schließt alle anderen aus. Darum kann ich sie nicht mit den anderen einschließen. Wahre Glaube also, der lebendige Glaube, und der gelebte Glaube ist ja dann die Liebe, die ja ohne Glaube gar nicht agieren kann, weil sie ja keinen Zugang zu Gott hat ohne den Glauben. Heilige Gregor der Große erklärt uns, dass das Wunder, das Jesus Christus heute wirkt, deshalb gewirkt wurde, weil die Apostel in keiner Weise, sagt er, nullo modo, in keiner Weise imstande waren, das Mysterium, das Geheimnis zu erfassen. Sie waren, sagt er, immer noch fleischlich. Nicht, dass sie der fleischlichen Lust als fleischlichen Lust hingegeben waren, sondern fleischlich im Sinne, dass sie nicht übernatürlich dachten und nicht übernatürlich handelten.
Da ist es nicht sehr schwer, Hand auf die Brust und aufs Herz zu gestehen, dass so sehr wir auch den niedrigen fleischlichen Lüsten entsagen, so wir doch sehr wenig oder vielleicht gar nicht übernatürlich denken, so dass unser Handeln auch wirklich übernatürlich ist, sondern dass wir im Tagesablauf, im Wochen-, Monat-, Jahresablauf eigentlich nicht anders handeln als alle anderen. Wenn nicht zu 100%, aber sicher zu einem gewissen, auch vielleicht hohen Prozentsatz, sind wir selber auch, liebe Gläubige, haben wir keine Angst, es uns einzugestehen und dann dagegen anzukämpfen, vor allem in der Fastenzeit, sind wir fleischlich gesinnt und sind somit blind. Das ist nämlich das, sagt der heilige Gregor, was der Blinde, der wirklich ein Blinder war, er sagt, wir wissen zwar nicht, wie er geheißen hat, weder Vor- und Zunahme, aber wir wissen, dass er ein Blinder war, ein wirklicher Blinder. Aber gleichzeitig stellt dieser Blinder das Menschengeschlecht dar. Und die Blindheit des Menschengeschlechtes besteht ja darin, das übernatürliche Licht, die übernatürliche Kenntnis und somit das Handeln aus der übernatürlichen Erkenntnis heraus verloren zu haben. Das ist die Blindheit des menschlichen Geschlechtes. Das ist die Blindheit Adam und Evas. Das ist die Blindheit, in das selbst das auserwählte Volk gestürzt ist, nachdem es seinen Gott verworfen hat. Das ist die Blindheit der Wahn des Islams. Das ist die Blindheit der heidnischen Religionen. Aber müssen wir wohl hinzufügen, das ist die Blindheit, ja, es ist schmerzhaft zu sagen, aber man kann es nicht leugnen, es ist eine boshafte Verblendung des Neokatholizismus, des Pseudokatholizismus, des Katholizismus des Zweiten Vatikanischen Konzils. Nun aber sind wir ja nicht da, um uns zu entmutigen, sondern wir sind da, um uns Mut zu machen. Wir sind da nicht da, um in die Fastenzeit einzutreten mit traurigen, langen Gesichtern, sondern wie es heißt, wir sollen in die Fastenzeit eintreten und unser Haupt salben und freudig sein. Somit versuchen wir, uns Mut zu machen, indem wir Folgendes sagen. Ist es doch geoffenbart, dass das auserwählte Volk Gottes, dass es seinen Gott getötet hat, zu Ende der Zeit seinen Gott bekennen wird. Ja, die Juden werden am Ende der Zeiten Jesus Christus als den wahren Gott und den wahren Messias bekennen. Dann ist das doch sehr tröstlich und sehr erfreulich. Dann können wir sagen, so wie es einige Kirchenväter lehren und die Kirche, einige Theologen sagen, dass ja auch der Islam sich bekehren wird im Zuge der Bekehrung der Juden oder eigentlich auch umgekehrt. Zuerst wird der Islam dem Antichristen sozusagen auf den Leim gehen und dann aber sich bekehren und die Juden mitreißen. Wir wissen es nicht genau. Aber wenn sich diese erklärten Feinde Gottes und vor allem erklärten Feinde Jesu Christi und erklärten Feinde seiner Kirche bekehren werden, und wir wissen es, dann warum soll sich nicht das apostatische Europa, warum soll sich nicht das Europa der laizistischen Staaten, die ja eine Apostasie sind, warum soll sich nicht das Europa der gotteslästerlichen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die von Freiheit in Gott, von Gleichheit in Gott, von Brüderlichkeit in Gott nichts hat,
sondern dem Sagen der damaligen Päpste gemäß eine Chimäre, ein Wahnsinn, eine Gotteslästerung sind. Warum sollen sich nicht diese Staaten dieser gottesfeindlichen, gottabgefallenen Ideologie, warum sollen sie sich nicht bekehren? Wir hoffen es. Und wenn wir von Staaten sprechen, so sind das ja abstrakte Realitäten. Wir müssen sprechen dann von Staatsoberhäuptern oder von Vertretern, so wie man heute sagt, des Volkes. Nicht? Warum soll sich nicht jener Kommunist oder jener Liberale, jener Fürworter der Genderpolitik, der Abtreibungspolitik, der Euthanasiepolitik, warum soll sich nicht so einer bekehren? Hoffen wir es doch. Warum soll sich nicht ein Francesco Bergoglio bekehren? Wir hoffen es. Und mit umso größerer Freude, dass eine solche Bekehrung ja dann ein Abschwören der bis jetzt und immer noch andauernden Huldigung der liberal-freimaurerischen, gotteslästerlichen Religion ist. Warum nicht? Wir hoffen es wirklich. Und sehen aber gleichzeitig im jetzigen Zustand der Menschheit jene Blindheit mit dem erschwerenden Umstandes, doch der Bosheit, denn die Blindheit der Apostel war ja eine Blindheit, die vor Pfingsten war, bevor sie den Heiligen Geist bekommen hatten. Die Blindheit heute ist eine Blindheit der Christen, die nach Pfingsten, ja, nachdem Christus schon in Europa zumindest und in vielen Teilen der Welt glorreich regiert hat und anwesend war, ist also eine Verleugnung Gottes, die etwas fast Boshafteres hat, irgendwie als derselbige Gottesmord seitens seines auserwählten Volkes. Ja, glaube ich. Das alles hat aber natürlich dann sein leuchtendes Beispiel, so wie es uns heute auch zum Lesen gegeben wird, in Abraham, dem Vater aller Glaubenden. Und wie greifbar der gelebte Glaube ist, erklärt uns der heilige Ambrosius, wenn er sagt, in Abraham bewundern wir die Devotio, das heißt die Frömmigkeit. Und dann lernen wir aber, was wahre Frömmigkeit ist. Denn die Frömmigkeit ist nicht, dass zwar sehr wertvolle und sittlich sehr hochstehende religiöse, authentisch religiöse Gefühl, das uns begleiten kann bei religiösen Handlungen, unter Umständen auch profanen Handlungen, die also mit religiösen Gefühlen und von religiösen Gefühlen getragen werden, sehr schön. Aber das ist nicht die wahre und eigentliche Devotio, die der Abraham gehabt hat, sagt uns der heilige Ambrosius. Denn er hat sein Land, er hat seine Verwandtschaft, er hat seinen Vater verlassen müssen. Wie wir dann wissen, auch den eigenen Sohn verlassen müssen, insofern er bereit war, ihn zu opfern. Stark, treu, gerecht war der Affekt, der Glaubensaffekt, das gelebte Glaubens, somit Gefühl des Abrahams, aber das eben nicht ein reines Gefühl war, sondern ein starkes, treues und gerechtes Handeln. Darin wurde er auch von Gott geprüft und vom heiligen Ambrosius durch seine Taten ungleich weiser als die berühmten sieben Weisen der Antike beurteilt. Und er fügt hinzu, Abraham hat mit seinem Handeln
weit vor den sieben Weisen der Antiken, nicht Thales, Thales von Milet, Solon und alle die anderen, schon durch die Tat seine Weisheit bezeugt. Vor allem die darin besteht, Gott zu folgen. Nun fügt aber der heilige Ambrosius hinzu, betrachten wir näher dieses Verlassen von Vaterland, Verwandtschaft und Vater, Familie, sagt er. Irgendwo müssen wir das richtig verstehen, sagt er. Denn er hat ja eigentlich nicht in dem Augenblick seine Heimat verlassen. Denn er war ja, als Gott ihn berief, nicht mehr in Ur in Chaldäa, von wo er weg sollte. Sagt er, er war schon in Haran, er war schon in Syrien, nicht in Irak im heutigen. An der Mündung des Euphrat, sondern eigentlich näher schon seinem Ursprung. Viele tausend Kilometer nordwestlich. Und, fügt der heilige Ambrosius hinzu, noch dazu, ist es ja nicht so, dass er alle verlassen hat. Er hat ja seinen Neffen Lot mitgenommen. Wie ist es also zu verstehen? Antwortet er, der heilige Ambrosius, wir müssen das so verstehen, dass wir das Land unseres Körpers, das Land unseres natürlichen Denkens, das Land unseres natürlichen Fühlens, das Land unserer natürlichen Anhänglichkeiten, dieses müssen wir verlassen. Um eben nicht fleischlich zu denken, so wie die Apostel, sondern um übernatürlich zu denken, wie der Abraham es tat, der ja schon den Messias sah und uns schon verlockte über den Tag des Messias und somit den lebendigen Glauben hatte, den der Blinde in Jericho zur Schau getragen hat, indem er ja ohne zu zweifeln von Jesus Christus das Wunder erbat, das Augenlicht zurückzubekommen. Und somit, liebe Gläubige, sollen wir nicht Angst haben, dass selbst wenn wir schon getauft sind, selbst wenn wir schon gefirmt sind, selbst wenn wir zur Kommunion gehen, selbst wenn wir schon ein frommes Leben führen, von Gebeten durchwoben, dass es nicht deshalb unmöglich ist, dass wir, liebe Gläubige, trotzdem sehr fleischlich sind. Natürlich denken, natürlich fühlen, natürlich handeln. Mit der Gefahr, dass wir dann Gott natürlich herabziehen, natürlich beurteilen und natürlich umgestalten. Anstatt uns von demjenigen Gott, von dem der heilige Gregor sagt, dass er menschlich gelitten hat, um uns Menschen zum Göttlichen zu erheben. Anstatt uns also von Jesus Christus erheben zu lassen, ist die Gefahr, dass wir Gott verweltlichen wollen. Das ist wohl das, was die neue Religion, der Pseudokatholizismus, der kein Katholizismus mehr ist, die Pseudokonzilskirche, die nicht die katholische Kirche ist, in Wort, Tat, Prinzip und Schrift und Aktion umsetzt. Sehen Sie, wenn ich Abraham mit Franziskus Bergoglio vergleiche, dann habe ich einen Abraham, der von zu Hause Gottes wegen, des Glaubens wegen, fortzog, nachdem er alle Idolbilder und alle Götzen zerschlagen hat mit seiner eigenen Axt. Vergleich zum Herrn Franziskus Bergoglio, der vor 14 Tagen in der Paul im 6. Saal, wie wir schon also erinnert haben, einen vermeintlichen Gott anruft, vermeintlicher Gott, weil er ihn Vater aller Glaubens, aller Konfessionen nennt. Er, der leugnet, dass Gott katholisch ist.
Das ist natürlich, liebe Gläubige, tiefste Blindheit. Wir können nicht umhin hinzufügen zu müssen, dass in dieser Blindheit nicht irgendwie ein nur hilfloser Zustand zu erblicken, zu betrachten ist, so wie er nach dem Sündenfall Adam und Eva persönlich unverschuldeterweise jeden menschlich Geborenen betroffen hat durch die Erbsünde. Oder so wie es das auserwählte Volk dann in den folgenden Generationen, vielen Generationen nach Christus, irgendwie schicksalhaft getroffen ist durch den Umstand, dass sie eben in diesem Ambiente geboren sind, so wie es auch für die Mohammedaner gilt, so wie es für die Heiden gibt. In diesem Neokatholizismus, liebe Gläubige, ist eine Bosheit drin, die am Hass des Islams und des talmudischen Judentums Jesus Christus gegenüber damit viel gemeinsam hat. Liebe Gläubige, und trotzdem wollen wir nicht verzagen. Trotzdem wollen wir uns nicht eben dem Unmut hingeben, sondern wir hoffen. Wir hoffen zuversichtlich, so wie wir sagten, auf die Bekehrung der Juden, des Islams, aber eben auch, warum nicht einiger Modernisten, warum nicht einiger Politiker? Warum soll sich nicht der ein oder andere Politiker zu Jesus Christus bekehren? Das hoffen wir sehr. Damit die Menschheit wieder in den Besitz ihres höchsten Gutes kommt, der von Gott geoffenbarten Religion. Damit die Politik im Allgemeinen diesen Fluch von sich wirft, zu sagen, wir sind nicht kompetent, in Materie von Religion zu urteilen. Ja, seid ihr euch dessen bewusst? Ihr Vertreter der Sache des Volkes, was ihr sagt, wenn ihr euch für unkompetent in religiöser Materie bezeichnet? Das heißt, ihr seid unkompetent zu wissen, ob man stehlen darf, ob man töten darf, ob man lügen darf. Ja, deshalb, weil ihr sagt, ihr seid unkompetent zu wissen, wer der wahre Gott ist, welche die wahre Religion ist. Ja, aber wenn ihr so redet, als Vertreter von sogenannten laizistischen Staaten, dann seid ihr unter dem Niveau des tierischen Lebens. Die handeln zumindest Gott gewollt aus Instinkt. Und ihr mit Bewusstsein unter dem Instinkt und gegen Gott. Wehe euch, wehe uns, wenn wir uns von diesem Gedankengut so langsam überzeugen lassen. Wehe uns, wenn wir nicht in Jesus Christus hingegen die wahre Sonne erblicken, die, so wie der heilige Gregor interpretiert, uns den Mond erleuchtet, der Mond Sinnbild der Schwäche des Fleisches, Sinnbild der Sterblichkeit des Fleisches. Mond, die ja die Bezeichnung der Stadt Jericho ist, wo ja dieser Blinde heute geheilt wird. Jesus, der also unsere Sterblichkeit aufnimmt, Jesus, der als Sterblicher leidet und stirbt, unsere Natur angenommen habend, um uns zum göttlichen Leben zu erheben. Wehe uns, wenn wir uns nicht wahre Gewalt antun, um zu einem Glauben uns aufzuringen, ist der lebendig ist wie derjenige Abrahams, dass wir fähig sind, aus dem natürlichen Denken, natürlichen Handeln aufzusteigen in das übernatürliche Handeln, um dann tatsächlich dem Befehl des heiligen Paulus gerecht zu werden, Conversatio nostra in Celis est, unser Handeln, unser Benehmen, unser Reden, unser Tun ist im Himmel. So, dass also die noch so erschreckende Realität der wirtschaftlichen, politischen Verhältnisse, die uns alle ja berühren bis hinein, tief in unsere Geldtasche, dass das wohl nicht das ist, was uns
vordergründig beschäftigt, sondern dass es unser Seelenheil und die Ehre Gottes sei. Das möge uns der La Selección von Maria gewähren. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.